Moin zusammen, ich bin Hermann von Zeitweise und heute geht es hier um das Thema Festplatten und Speicherlösungen für Fotografen. Kurz vorab, hier soll es heute jetzt nicht um meinen digitalen Workflow gehen, also nicht darum, welche Software ich am Computer beispielsweise dafür benutze, um unterschiedliche Backups zu erstellen, sondern es soll wirklich nur um die Festplattentypen und deren Anwendungsbereiche gehen. Sollte euch aber auch der zweite Teil interessieren, nämlich der, wie ich am Computer meine Bilder beispielsweise sortiere und welche Software ich benutze, um Backups zu erstellen, dann klickt doch auf Abonnieren, dann verpasst ihr auf keinen Fall das nächste Video. Dann fangen wir mal an mit dieser hier, der wohl bekanntesten Form einer Festplatte, nämlich einer HDD. Das Tolle an einer HDD ist, dass sie sehr viel Speicherplatz für sehr wenig Geld bietet. Ideal also, um große Mengen an Videos, an Fotos oder was auch immer zu Hause zu speichern und gegebenenfalls zu backupen. Der Nachteil einer HDD ist, dass sie relativ langsam ist, vor allem im Verhältnis zu anderen Möglichkeiten, zu denen wir gleich kommen, und dass gerade diese großen hier sehr häufig einen Stromanschluss brauchen. Nicht alle, kommen wir auch gleich noch zu, aber eben viele. Außerdem sind diese Festplatten relativ anfällig. Man muss sich das so vorstellen, da drin ist wie so ein kleiner Plattenspieler, der sich mit einer ganz kleinen Nadel sehr, sehr schnell dreht. Und man kann sich vorstellen, wenn die mal einen Stoß abkriegt oder da Staub reinkommt oder so, dann ist relativ schnell Ende im Gelände. Dann gibt es noch die hier. Das ist auch eine kleine HDD, allerdings ohne einen separaten Stromanschluss. Und das ist natürlich genau dann super cool, wenn wir beispielsweise mit einem Laptop unterwegs sind und irgendwo Fotos backuppen wollen, wo wir aber vielleicht keinen separaten Stromanschluss zu haben. Ich hatte gerade gesagt, dass diese HDDs relativ langsam sind und vor allem auch recht anfällig. Das sieht bei diesen kleinen Kameraden hier anders aus. Das sind sogenannte SSD-Festplatten. Sie sind schneller, sie sind robuster, sie sind kleiner und teurer. Ja, immer muss irgendein Haken dran sein, ne? Das Tolle an denen ist, dass sie auf eine ganz andere Technologie setzen als die hier. Hier ist kein kleiner Plattenspieler verbaut, der sich dreht. Dementsprechend sind sie deutlich robuster gegenüber Stößen. Und es gibt sie auch in vielen Varianten, so wie in dieser hier auch, in sogar Wasser- und Staubfest. Dass die Übertragungsrate so viel höher ist als bei den HDDs, hat natürlich auch große Vorteile. Besonders dann, wenn man beispielsweise viele Dateien hin und her schieben muss oder die Fotos von der Festplatte aus gucken möchte. Spätestens, wenn man mit Videos arbeitet, dann geht an diesen Dingern hier eigentlich kein Weg mehr vorbei. Dann kommen wir noch zu dem hier. Das ist ein sogenannter NAS, ein Server. Und der macht im Prinzip nichts anderes, als mehrere von diesen HDDs in sich zu vereinen. Das hat für uns mehrere Vorteile. Der erste Vorteil ist natürlich, dass wir mehrere Festplatten zu einer großen Festplatte zusammenschließen können. Wir also einfach mehr Speicherplatz haben. Zum anderen haben wir aber auch die Möglichkeit, Kopien innerhalb dieses Servers zu erstellen. Man spricht da von RAIDs. Bedeutet, hier sind vier unterschiedliche Festplatten drin, die sich nicht zusammen zu einer großen Festplatte zusammenschließen, sondern in meinem speziellen Fall jetzt zu quasi zwei Festplatten. Nehmen wir mal an, ich hätte jetzt hier vier Festplatten mit jeweils 10 Terabyte Speicherplatz drin. Dann würde das in meinem speziellen Fall jetzt hier eine Gesamtkapazität von 20 Terabyte ergeben, da ich jedes Foto doppelt gespeichert habe. Das bedeutet also, wir haben diese beiden Paare von Festplatten und die Datei liegt sowohl auf dem einen Paar als auch auf dem anderen Paar. Ein riesentoller Vorteil von diesem Server ist, dass er nicht bei mir direkt am Computer steht, sondern das LAN-Netzwerk des Hauses nutzt und dementsprechend irgendwo anders im Haus stehen kann, was immer eine relativ gute Sicherheit gibt, dass wenn beispielsweise mal es brennt oder irgendetwas passiert, an das wir eigentlich gar nicht denken wollen, das Gerät hier etwas separat steht. Ein anderer riesengroßer Vorteil ist, dass das Gerät hier auch mit dem Internet verbunden ist. Ich also die Möglichkeit habe, von überall auf der Welt, sobald ich einen Internetzugang habe, auf die Dateien zuzugreifen, die hier drauf sind. Apropos Internet und überall auf der Welt, es gibt natürlich auch noch den hier, den Computer. Der hat zum einen natürlich auch eine interne Festplatte, entweder eine SSD oder eine HDD, je nachdem, wie das bei eurem Computer ist. Aber wir haben natürlich auch die Möglichkeit, etwas wie beispielsweise die Dropbox zu nutzen, um unsere Bilder zu sichern. Das kostet natürlich monatlich oder jährlich etwas, wenn man jetzt große Speicherkapazitäten benötigt. Der große Vorteil ist aber, dass dieser Server wahrscheinlich wesentlich besser noch gesichert ist, auf dem die Fotos dann liegen, als der bei uns zu Hause. Wir haben also jetzt die Dropbox am Computer, wir haben große HDDs, wir haben kleine HDDs, wir haben Server und wir haben SSDs. Und all diese Systeme gleichzeitig benutze ich. Und wie genau, das würde ich euch jetzt gerne mal an einem Beispiel zeigen. Stellen wir uns vor, ich bin gerade mal wieder in Schottland unterwegs und mache jeden Tag zig Fotos, die ich natürlich zum einen auslöschen, zum anderen aber auch bearbeiten und speichern möchte, damit ich sie sicher nach Hause bekomme. Und genau da liegt auch oder beziehungsweise lag sehr lange mein persönlicher Fehler. Ich habe die Bilder sehr gerne auf der Speicherkarte durchgeguckt, auf der Speicherkarte gelöscht und sogar
auf der Speicherkarte bearbeitet. Ja, ich weiß, soll man nicht. Wusste ich auch, ich habe es trotzdem gemacht und ihr erinnert euch vielleicht an die beiden Bilder vom Anfang. Genau so sind die nämlich verschwunden. Also das Erste, was wir lernen, ist, wenn wir Bilder gucken, durchlöschen und bearbeiten möchten, dann tun wir das nicht auf der Speicherkarte, sondern wir kopieren die Bilder von der Speicherkarte entweder auf den Laptop oder beispielsweise auf eine solche SSD. Zu diesem Zeitpunkt haben wir die Bilder dann sowohl auf der Speicherkarte als auch auf der SSD. Wir haben also eine Doppelung und die reicht für den Moment an Sicherung noch aus. Auf der SSD können wir dann ganz entspannt die Fotos durchgucken, löschen, bearbeiten und die bearbeiteten Dateien auch hier drauf abspeichern. Ich persönlich habe jetzt zwei von diesen Dingern. Wenn ich mit diesem Prozess nämlich durch bin, dann stecke ich die zweite davon an den Laptop an und die beiden synchronisieren sich. Das bedeutet, die zweite, die ich anstecke, nimmt genau die Dateien, die hier drauf sind und legt sie bei sich auf die Festplatte. Dann habe ich ja wieder diese beiden Speicherungen gleichzeitig. Dementsprechend kann ich dann guten Gewissens die Speicherkarte formatieren, damit sie für den nächsten Tag leer ist. Genau nach diesem Prinzip mache ich das den ganzen Urlaub. Allerdings so alle, sagen wir mal, 3, 4, 5 Tage kommt noch die ins Spiel, eine HDD. Die ist zwar langsamer, aber sie hat auch wesentlich mehr Speicherplatz als die hier. Und was ich mit der mache, ist sie auch einfach an den Computer anschließen, um ein drittes Backup zu erstellen. Das hat den großen Vorteil, dass vor allem dann, wenn wir auf dem Heimweg sind und man es so macht wie ich, dass die SSDs immer beim Laptop sind und euch wird der Laptop zufällig 2018 am Bochumer Hauptbahnhof geklaut, ja, es ist leider passiert, dann ist diese Festplatte mit allen Fotos, die ihr auf der Reise gemacht habt, noch in dem anderen Gepäck und damit sicher. Hätte ich alle Fotos auf diesen Platten beim Laptop gehabt, dann wäre nicht nur mein Laptop weg gewesen, sondern auch noch alle Fotos von dieser Reise und ich weiß nicht, was mir mehr wehgetan hätte. Wir haben also so die Möglichkeit, die Daten getrennt voneinander nach Hause zu bringen. Es können entweder Festplatten geklaut oder kaputt gehen. Wir haben eine Sicherung, dass sie auf jeden Fall zu Hause ankommen werden. Sind wir dann zu Hause angekommen, übertrage ich die Bilder von einer der mobilen Festplatten auf meine große Hauptfestplatte zu Hause. Die gibt es genauso wie die SSD doppelt. Bedeutet also, ich habe die Bilder dann auf der einen Festplatte und eine andere Festplatte spiegelt sie automatisch, sodass sie dann wieder doppelt da sind. Ist das einmal passiert, dann kann ich die hier wieder leer machen, damit sie startbereit sind für die nächste Reise. Sobald meine Fotos dann auf diesen beiden HDDs gesichert sind, kommt der hier ins Spiel, der Server. Und der macht dann vollkommen im Hintergrund, ohne dass ich da irgendwas von mitkriege, nochmal wieder ein Backup von dieser Festplatte. Zu diesem Zeitpunkt sind meine Fotos dann dreimal gesichert, allerdings nur die RAWs, denn die bearbeiteten Fotos, da sind die Datenmengen einfach wesentlich kleiner, die tue ich wiederum in die Dropbox und speichere sie auch auf meinem Laptop oder meinem Computer lokal. Diese Fotos sind einfach die, die ich am allerhäufigsten brauche und so habe ich jederzeit die Möglichkeit, schnellen Zugriff zu bekommen. Bin ich jetzt aber mal irgendwo unterwegs und jemand braucht aus irgendwelchen Gründen noch ein anderes Foto, was ich nicht in der Dropbox habe oder vielleicht sogar das RAW oder ich muss es neu bearbeiten, dann ist dieses Ding hier Gold wert, denn dann kann ich, wie eben schon gesagt, über das Internet jederzeit auf diese Daten zugreifen, muss sie aber nicht mit irgendwie solchen Festplatten nonstop mit mir rumtragen. Weil ich aber ein kleiner Angsthase bin, habe ich noch eine solche Platte mit dem Backup von diesem Server bei Freunden oder der Familie liegen, nur für den Fall, dass das Haus mal abbrennt oder irgendetwas in die Richtung passiert. Wichtig zu sagen ist noch, dass das hier natürlich nur ein Beispiel ist. Ihr braucht nicht zwingend einen Server, ihr braucht auch nicht zwei SSDs oder mehrere HDDs. Wichtig ist einfach nur, dass ihr einen Workflow findet, der zu euch passt und ihr euch vielleicht ein kleines bisschen Gedanken darüber macht, wie man die Bilder später für sich sichert. Denn sind wir mal ehrlich, wir alle stecken so viel Zeit, Energie und Geld in das Fotografieren, dann sollte einem dieser kleine Gedankenschmalz und die paar Euro vielleicht das auch noch wert sein, dass man dann auch später noch Spaß an den Fotos hat. In diesem Sinne wünsche ich euch sehr viel Spaß beim Fotografieren und beim späteren Speichern. Macht's gut, bis nächste Woche.